wegschmeißen, ohne den Mülleimer zu berühren. Das ist wirklich perfekt, ne, weil man hier den Mülleimer selber nicht mehr berührt. Ja. Mülleimer, die Klappen von Mülleimern, die Deckel von Mülleimern sind Bakterien- und Keimherde Nummer eins, weil man da wirklich immer wieder anfasst und auch immer die Bakterien weitergibt, weil dann natürlich auch Müll haften bleibt. Deshalb ist sowas hier eine saubere, eine hygienische Lösung. Ne? Also, ist sehr, sehr schön. Und solche Mülleimer, also große Mülleimer mit 58 Litern, die kosten normalerweise, wenn man die von einigen Herstellern kauft, 200 bis 300 Euro. Deshalb bin ich jetzt einmal hier ganz, ganz stolz drauf, dass wir ihn hier für Sie haben. Und dann freue ich mich natürlich auch.